wirst du nachher die Adressen, die E-Mail-Adressen unten drunter schreiben. Genau, mit Links und so weiter. Jetzt dürften wir online sein. Und live. Jetzt, ja. Nee, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt. Ich habe jetzt 2 Push-Nachrichten bekommen, okay. Okay, jetzt sind wir live, denke ich. Ich gucke gerade nochmal. Und dann, ja, wir sind live. Super. Hallo alle zusammen. Heute ausnahmsweise mal an einem Samstag, ganz zur Abwechslung, da ich das Glück hatte, 3 Tage an einem wunderschönen Ort, der Neumühle in Thünsdorf, mit einem Wasserfall, dem Thünsdorfer Wasserfall im Hintergrund, mit gebührend Abstand drinnen und draußen ein kleines und feines Seminar zu machen, was mich jetzt sehr glücklich gemacht hat. Und es war auch sehr liebevoll, auch der Umgang unter anderem. Und um Liebe geht es natürlich auch immer in meiner Herzenstalkshow. Und ich habe 2 Gäste eingeladen, wo ihr überrascht seid, was die eigentlich machen. Denn ich habe eine Ärztin und den Chef einer dentalen Manufaktur mit Beate Strittmatter und Erwin Klampfer eingeladen. Erstmal werdet ihr merken, die haben ganz viel gemeinsam und gleichzeitig hat das viel, viel mehr mit Menschen zu tun und auch mit Menschen jetzt in der Zeit, als ihr euch vorstellen könnt. Ich verrate schon eine Sache von der Beate, die hat ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe, und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und da ist unter anderem eine Sendung drin, wo es um die Liebe in Corona-Zeiten geht. Und die lautet Ergib dich. Und liebe Beate, vielleicht magst du damit auch mal starten, warum dir das wichtig ist, was du so, warum du so einen eigenen Kanal gestartet hast, warum du deinen eigenen Talk machst und was du damit bewirken willst, auch gerade jetzt. Gerne. Ich komme aus 6 Jahren Orthopädie und habe davor Innere gemacht und habe in der Orthopädie schon diese spezielle Akupunkturform kennengelernt, die ich heute mache. Da geht es darum, Störungen zu finden. Zum Beispiel hast du irgendwo vielleicht eine Narbe, die dein ganzes Energiesystem stört. Das kann man finden. Ich mache diese Ohrakupunktur, ich mache Schmerztherapie. Und das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren bin ich genau in dieser Praxis niedergelassen. Und es ist ja so, wenn du viel unterrichtest, und ich unterrichte seit 35 Jahren, unterrichte ich die Kollegen, dann machen die gute Basisarbeit und das, was übrig bleibt, das wird dann zu dir als Ausbilder geschickt. Das merkst du ja bestimmt auch mit den deinen Seminaren, die du hast. Die speziellen Fälle kommen dann zu dir. Mhm. Und am Anfang waren die speziellen Fälle die mit den schwierigen Narben oder mit Zahnstörherden. Ein Zahn kann dir alles versauen. Der kann dir Rheuma machen, Migräne machen. Der kann dir ein einziges Gelenk dick machen und du rennst von Pontius zu Pilatus. Sowas finden wir. Und der Mann, der danach kommt, übrigens, der arbeitet mit dem Zahnarzt, mit dem ich auch das mal ausbaldovere, zum Beispiel auch zum Kieferchirurgen zu schicken. Ihr müsst da jetzt mal was machen. Zahn raus, Beschwerden weg. Sowas, das ist das, meine Hauptarbeit. Und in den letzten, würde ich mal sagen, 15 Jahren habe ich gesehen, es ist ja auch immer so, wenn einer Energie verliert. Man muss sich vorstellen, jemand hat so ein Energiefass, ne? So, das ist da ganz voll. Aber wenn er unten ein Loch hat, dann verlieren diese Leute Energie und so viel Nadeln kann ich manchmal gar nicht setzen. Ich musste mich damit auseinandersetzen, was ist das, wo die Leute Energie verlieren. Und da habe ich gesehen, es sind in der Regel Konflikte, entweder am Arbeitsplatz oder zu Hause. Und das hat ja alles mit Beziehungen zu tun. Und da ich Lehrergene in mir habe, meine Mutter hatte sie, meine 4 weiteren Geschwister haben sie, Lehrerpersonen zu systematisieren. Und da fand ich in relativ kurzer Zeit raus, natürlich auch mit Hilfe anderer schlauer Autoren, die Regeln sind für alle gleich, aber ganz gleich. Und wenn mir einer sagt, ich sage, warum sind sie getrennt? Ja, es hat nicht mehr gepasst. Nein. 2 Sätze, warum nicht? Die Leute wissen es in 2 Sätzen. Und diese 2 Sätze, die kann man dann anwenden. Oder warum haben sie sich verliebt? Weiß ich nicht mehr. Doch, das wissen sie ganz genau. Das ist nämlich die andere Seite. Okay. Und da habe ich gesehen, ich musste mich quasi um das Thema kümmern. Und je mehr ich mich gekümmert habe, desto mehr hat es mich begeistert. Und dann habe ich irgendwann das Buch geschrieben. Rettet die Liebe. So, das war mal das eine. Es gibt aber viele Leute, die wollen lieber mal kurze Stücke sehen. Die wollen lieber mal ins Internet gehen und nebenher hören. Und da dachte ich, ich bin jetzt in einem zarten Alter von über 60. Aber da dachte ich, warum mache ich das denn nicht? Nachdem mir einer gesagt hat, ja, das weiß ich nicht, ob du das noch schaffst, doch schaffe ich. Und jetzt habe ich eben diesen Kanal und die Praxis liefert mir jeden Tag Vorlagen. Und die Liebe in Corona-Zeiten, die du erwähnt hast, genau, das sind tatsächlich spezielle Anforderungen. Was mache ich mit der Angst?
wie gehe ich damit um, wenn meine Beziehung leidet, weil drei Kinder in der Wohnung rumlaufen. Das ist ja das, was du gesehen hast, ergebt euch. Oder auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Es gibt so ein lustiges Video, wo einer da, da sitzt ja da und das ging ganz oft rum, schon so oft rum, dass sie das gar nicht mehr, das Teilen erlaubt haben. Ein armer Mann sitzt da und sagt, ja, ich wollte euch nur mal kurz Bescheid sagen, dass Steffi und ich, wir sind jetzt ja zu Hause in der Quarantäne und es geht uns gut. Gleichzeitig hält er ein Blatt hoch, da steht drauf, Hilfe, sie hört uns. Dann sagt er, wir sind auf einer Welle. Sie hat wieder angefangen zu trinken. So geht das dann. Und sie kommandiert mich die ganze Zeit. Ja, und da ist auch das Thema, wieso lässt du denn das dazu? Also wer sowas sehen will auf meinem Kanal, wenn nicht jetzt, wann dann? Der arme Kerl ist doch selbst schuld. Er weiß es nur nicht. Ja, meint der denn, dass der in der nächsten Beziehung holt mich hier raus, holt Hilfe schnell jetzt? Hinterher siehst du dann die Frau, eine kleine, nette Dame geht um die Ecke. Ey, ist das alles, wovor du Angst hast? Man darf ja nicht meinen, dass die nächste Beziehung dann anders wird. Also die Lösung liegt eben hier. Und super, das begeistert mich jeden Tag. Und ich habe auch so viel Freude, weil die Leute lassen sich auf die Schliche kommen. Ich sage öfter mal, ich komme am weitesten mit ihren Schmerzen, wenn sie sich erwischen lassen von mir. Sehr schön. Und an dieser Stelle bin ich dann manchmal auch im Spiel. Dann kommen solche Menschen nämlich zu mir. Die wollen nämlich dann irgendwie im Beruf ihren Job wechseln. Und dann sage ich, wieso Job wechseln? Wenn sie im neuen Job sind, haben sie wieder das Problem. Ne? Solange genau, das nicht du machst ja auch Einzelcoaching, Marvin. Natürlich, oder? Natürlich, genau. Ja, du schickst mir gerade Visitenkarten. Ja, ja, die sind schon unterwegs zu dir. Wir haben es jetzt auch erst in Corona-Zeiten kennengelernt, die Beate und ich. Also es ist gerade goldig und wunderbar, wenn ich alles kennenlerne. Und den Erwin kenne ich schon länger als die Beate. Und Erwin, ich kann mir vorstellen, dass du, so wie ich dich kenne, auch ein Buch schreiben wirst. Das könnte heißen Für ihr schönstes Lächeln. Oder hat es einen anderen Titel oder hast du andere Pläne? Erzähl mal, was du machst und was das Besondere bei dir ist. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist toll, den Kreis hier zu schließen. Es ist, war schon bis jetzt sehr, sehr interessant. Ich habe ein Dentallabor, seit 1982 gibt es das. Ich habe es 2005 übernommen und habe da ungefähr 20 Leute momentan im Team. Also ein relativ großes Labor mitten im Herzen von Saarbrücken. Und es geht so immer... 30 Jahre lang begleiten mich eigentlich Patienten. Also ich habe das Glück gehabt, als Dentallabor, ähnlich wie eine Praxistechnik, immer Patienten begleiten zu können. Und das über eine lange Zeit. Das heißt, ich könnte als Patientin, wenn ich was an meinen Zähnen machen will, nicht direkt zum Zahnarzt gehen, sondern auch zu dir? Beratend, ja. Mhm. Wenn es um Ästhetik geht, wenn es um Medizin geht, ist das immer in Verbindung mit dem Zahnarzt. Okay. Ja. Und in den 30 Jahren habe ich natürlich sehr viele Dinge gelernt und erlebt und habe die Kraft des Lächelns irgendwie so entdeckt. Und das ist auch heute so ein bisschen mein Thema. Das heißt, ich habe gemerkt, dass Menschen durch ein neues Lachen, durch Wünsche, die sie haben, die wir erfüllen können, dass sie da unglaublich wachsen können. Das heißt, sie bekommen unheimlich viel Selbstbewusstsein, sie bekommen Selbstvertrauen, neue Türen werden geöffnet, nur durch Kleinigkeiten. Und oft ist es so, wir denken immer, ja, so eine kleine Lücke, das stört doch gar nicht. Aber denjenigen, der in dieser Position sitzt und ein Foto anschaut von sich selbst und sagt auf der Seite, ich kann so nicht lachen, ich habe die Hand immer davor, ich habe furchtbar Komplexe deswegen. Diese Menschen habe ich kennengelernt und den Menschen konnten wir helfen. Und das ist, es ist ein Herzenswunsch von mir, genau mit diesen Menschen, ihre Probleme zu besprechen. Deswegen bin ich bei ganz vielen Patienten dabei und sie auch dementsprechend dann zu beheben. Und wir haben da ein bestimmtes System, wie wir da vorgehen. Das haben wir schon vor über 10 Jahren, machen wir das. Und zwar eine sogenannte digitale Vorschau. Das heißt, man muss sich vorstellen, wir gehen zum Friseur und wollen eine neue Frisur haben. Aber bevor wir die Frisur haben, wird unser Kopf eingescannt. Wir kriegen irgendeine Haarfarbe drauf mit Locken, allem Möglichen. Und wir können sehen, wie das ausschaut. Und diese Möglichkeit gibt es halt sehr professionell im dentalen Bereich. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einfach nur mit 2 Fotos einem Menschen zu zeigen, wie er eigentlich harmonisch optimal aussehen kann. Und das heißt, es gibt keine Verpflichtung in irgendeiner Form zu sagen, man geht zum Zahnarzt, es kostet ja meistens extrem viel Geld, sage ich jetzt mal, weil es immer Geld auf einem Haufen ist. Und du hast vielleicht Angst, weil du nicht weißt, wie du vorher aussiehst, nachher genau, aussiehst. Ne? Was kriegt man denn beim Zahnarzt ganz oft? Man kriegt einen Hochglanzprospekt mit den dementsprechenden Arbeiten, wo es heißt, ja, wir machen das und wir haben ein gutes Labor und das sieht sehr schön aus und das wird ganz toll nachher. Mhm. Aber die Gewissheit, wie es eigentlich wird, weiß man gar nicht. Du weißt nicht, was du kaufst, okay. Genau. Oft tendieren natürlich die Patienten immer dazu, dass sie sagen, ja, aber ich hatte jetzt 30 Jahre krumme Zähne, ich will sie jetzt gerade haben und sie sollen weiß sein.
Und damit tut man sich natürlich gar keinen Gefallen. Und da komme ich ins Spiel, wenn ich natürlich mit 2 Fotos innerhalb von 15 Minuten Ihnen zeigen kann, wie optimal eigentlich Ihr Lachen und Ihre Ausstrahlung sein kann. Und das macht man mit einem sogenannten Rekonstruktionssystem, einer digitalen Vorschau. Und ich habe da Menschen erlebt, die, eine schöne Geschichte, ein junger Mann, der hatte überall Lücken, also so richtig ganz extrem, und er hat sehr drunter gelitten. Und er kam in die Praxis rein, ich habe ihn kennengelernt und er war einen halben Kopf kleiner als ich. Und ich dachte noch, ja, ist so ein bisschen sehr schüchterner Typ. Und wir haben diese Zahnrekonstruktion gemacht. Ich kann dir ja mal kurz Bilder zeigen dazu. Wir haben diese Zahnrekonstruktion gemacht, haben ihm also die digitale Vorschau gezeigt. Er war begeistert. 2 Wochen später haben wir die Veneers, das waren so Schalentechnologie, haben wir aufgesetzt. Der hat das eingesetzt bekommen. Der hat, ist aufgestanden, der war einen halben Kopf größer wie ich. Der hat gestrahlt, der hat eine ganz andere, das war ein ganz anderer Mensch. Also der hat die Wirkung von diesem Menschen, das hat ihm so viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben. Das ist für mich so ein großes Geschenk und deswegen liebe ich meinen Beruf über alles. Boah, jetzt Gänsehaut. Ich liebe es immer, Gänsehaut zu bekommen, weil es zeigt, das ist so, so wahrhaftig, was du sagst. Und du machst also Menschen glücklich und bringst ihnen ihr Lächeln zurück, was in Corona-Zeiten natürlich besonders schwierig ist. Und Beate, du hast bei dieser Sendung Ergib dich gesagt, dass es, und die Corinna Werner, die hier zu Gast hat, hat es auch schon gesagt, sie fragt immer, kann ich was ändern an der Situation und wenn nicht, muss ich es akzeptieren. Und dieses Akzeptieren ist oder Annehmen, was ist, das ist so auch so ein Kernstück deiner Arbeit. Habe ich das so richtig verstanden in deiner, oder sag du es besser mal in deinen eigenen Worten, was dir mit diesem Ergib dich wichtig ist, weil niemand will sich ja jetzt dem ergeben, das hört sich so nach Opfer und hilflos an. Wie genau meinst du das? Dieser Film mit Ergib dich ist der einzige, der tatsächlich dieses Thema hat. Mhm. Ergib dich in eine Situation und geh hinein und schau, was für dich dabei drin ist. Super. Das gilt selbstverständlich auch für jede Partnerschaft. Beispiel, jemand sagt mir, nehmen wir mal irgendein Beispiel, ja, mein Mann, sagt mir eine Frau, der hört mir nie zu. Okay, anstelle dauernd gegen was zu sein, ich sage mir, das Leben geht zum Beispiel in die Richtung, da geht das Leben hin, aber wir stehen oft wie die Esel und gucken nach hinten und sagen, ja, aber, das will ich aber jetzt nicht. Habe ich Sie gebeten, mal reinzugucken, warum hört er denn nicht zu? Hören Sie sich denn selber zu? Was können Sie hier an Wachstumschancen sehen? Und hat sie schnell erkannt, dass sie selber denkt, sie hat gar nichts Interessantes zu sagen und daran kann man arbeiten. Oder eine Frau erzählt mir immer nicht so nachlässig, und der hat sich fürchterlich aufgeregt, eine freischaffende Dame hat sich fürchterlich aufgeregt mit Rückenschmerzen. Natürlich kam ich nicht dran an die Rückenschmerzen, ist klar, irgendwo muss ich eine Emotion ja ablegen, sonst würden wir ja wahnsinnig werden. Mhm. Und da sage ich, was macht er denn, wenn er so nachlässig ist? Ja, der lässt die Fenster immer auf, wenn wir rausgehen, und der macht den Kindern keine Sonnencreme auf die Nase und weiß ich was und regt sich auf und regt sich auf und regt sich auf. Dann sage ich, was hat er denn, was Sie nicht haben, fängt sie an zu weinen und sagt, er ist entspannt und ich nicht. Und da waren wir. Und wenn einer dann bereit ist, sich zu ergeben und bei sich zu arbeiten, ich meine, das ist ja absolut dein Thema, Mario. Ja, absolut. Bei sich arbeiten ist der einzige Weg, ich habe das lange nicht verstanden, den einzigen, den wir ändern können, sind wir selbst, dachte ich immer, was ein blöder Satz. Was soll ich denn bei mir ändern? Ich bin doch schon so gut. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber das habe ich schon genau verstanden. Das ist ja genau die Einstellung, die meisten haben. Und das finde ich jetzt gerade super interessant. Das heißt, wie reagieren denn die Menschen, wenn sie zu dir kommen und sagen, akupunktiere mich doch mal ein bisschen, damit meine Schmerzen weggehen, und plötzlich werden sie auf sich selbst zurückgeworfen? Naja, ich habe einen großen Eimer Schmierseife, den ich auslege. Also richtig viel Schmierseife, dass sie diesen Weg mitgehen, ne? Ich gebe ihnen so kleine Angebote. Eine Freundin von mir, die Psychologin ist, sagt, warum erzählen dir die Leute in der ersten Sitzung schon so viel? Die Antwort ist eine ganz klare. Sie erwarten es nicht bei mir. Sie kommen wegen Knie, Hüfte oder Rücken. Und das sind, und ich fasse sie an, das ist der nächste Punkt. Psychologen fassen ja eher nicht an. Mhm. Und wenn sie dann auf meiner Liege liegen, dann mache ich kleine Angebote auf dem silbernen Tablett. Und wenn sie dann anbeißen, wie heißt, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht mir. Und wenn sie dann anbeißen, dann sind wir im Thema. Und plötzlich läuft die Schmerzbehandlung ganz anders. Mir haben schon Patienten gesagt, hätte ich den Kreuzschmerz nie gehabt, hätte ich sie nie getroffen. Und die viele machen mit.
Das ist unglaublich. Das Bedürfnis ist so groß. Man muss sie nur richtig ansprechen und am richtigen Zipfel fassen. Der und Schmerz. Dann sagt, ich sage jetzt in aller Offenheit das, was ich auch denke, man braucht keine 10 Sitzungen Psychotherapie, das brauchst du nicht. Um es zu erkennen, das ist ja der erste Punkt, fangen wir nicht an mit, okay, wer ist schuld von früher, sondern um es zu erkennen und die Bereitschaft zu haben, ich mache was. Und dann habe ich Quellen, wo ich verweisen kann. Mir hat ein Zahnarzt hat mal zu einem Patienten gesagt, gehen Sie zur Frau Strittmatter. Wenn die nicht mehr weiter weiß, weiß sie jemand, der weiter weiß. Also ich habe ein super Netzwerk. Du bist ja jetzt da gerade mal als Premium-Partner mit drinnen, Marion. Ich kann dann sagen, okay, wir wissen jetzt, was es ist, wenn Sie das bearbeiten möchten. Es ist nicht mein Job mehr, das zu bearbeiten. Die kommen ja immer wieder und dann sage ich, okay, wie sieht es aus? Viele schaffen selbst was. Viele schaffen das ganz allein. Aber dann, wenn jemand sagt, ich hätte aber jetzt gerne Begleitung in Sitzung, dahin, dahin oder da. Das ist das, wie ich das mache. Super, super. Und du findest eben auch ganz viel an den Zähnen raus als Ursache. Also natürlich nicht nur, wo muss ich mich verändern, sondern viele Schmerzursachen liegen auch in den Zähnen. Ja. Ups, jetzt hatten wir dich kurz ein bisschen, genau, habe dich kurz verloren. Im Zahnbereich. Genau, im Zahnbereich, ne? Bin ich noch da? Ja, du bist wieder da. Ja. Zahnbereich. Weißt du, was das ist? Das ist die Liste der Möglichkeiten, was Zähne uns antun können. Mhm. Was sie uns antun können, was sie nicht tun müssen, aber zum Beispiel ein wurzelbehandelter Zahn. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich super. Mhm. Jetzt ja, bist du hörst du mich noch? Ja, ein wurzelbehandelter Zahn kann das ganze System durcheinander bringen und das, was meine Arbeit auszeichnet, das ist unsere Arbeit. Ich bin ja Ausbildungsleiter in der größten Akademie für Akupunktur weltweit, für Ärzte. Ich bin dort Ausbildungsleiter. Und was uns tatsächlich auszeichnet, wir können, wenn du jetzt kommst und du hast 5 wurzelbehandelte Zähne, kann ich dir sagen, der ist es und der. Oder vielleicht ist es keiner von denen. Und ich finde einen Zahn, der gar nicht wurzelbehandelt ist, sondern sich langsam verabschiedet, eine chronische Entzündung hat. Ich hatte gerade letzte Woche jemand, der mich total genervt hat. Der Mann hat weltweit alle Funparks aufgebaut, also diese Rollercoaster, egal wo in der ganzen Welt. Und jetzt kriegt der Mann Schwindel. Der war beleidigt, dass er jetzt krank wird, was der Natur einfällt. Der war immer gesund, der war in der ganzen Welt. Und ich sage ihm, passen Sie auf, Sie haben hier ein Implantat da. Und das war viel zu lang und es hat im Test, ich teste, gestört. Dann sagt er, ja, aber mein Zahnarzt sagt, das sieht gut aus und er will es nicht rausmachen, das wäre eine Riesensauerei. Ich weiß, dass es eine Sauerei ist. Dann war er noch 3-mal da, der kam aus dem Schwarzwald zu mir, jedes Mal. Und jedes Mal hat er was anderes im Gepäck. Ja, die Krankengymnastin so und so, die hat mir auch weitergeholfen, für eine Stunde, typisch für einen Zahnarzt. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie entscheiden, ich kann nicht mehr weiterhelfen, ich möchte nicht, dass Sie Ihr Geld und Ihre Zeit zu mir tragen. Schreibt mir seine Frau, 3 Wochen später, Implantat raus, Schwindel weg. Dann kam er wieder und dachte ich, Sie, wegen Leuten mit Ihnen, wie Ihnen, würde ich gerne meinen Job aufgeben. Also das ist eine schwierige Arbeit, weil man auch oft Verantwortung übernimmt. Ne? Mhm. Gerade ein Zahn, der nicht wurzelbehandelt ist, den lässt du nicht einfach mal aufmachen. Du kannst nicht eine Zahnprobeweise ziehen. Ich kann eine Narbeprobeweise anstechen. Absolutes Risiko, genau. Ich habe mich zum Glück noch nicht geirrt. Aber das ist eine gute Botschaft. Das heißt, deine Patienten können dir vertrauen. Wenn man sich noch nie geirrt hat, ist das super. Genau. Erwin, was ist dir wichtig, außer dass die Menschen wieder toll lächeln und dadurch glücklich sind und einen Kopf größer sind nach dir, wenn sie von dir wieder nach Hause gehen? Ja, neben dem Ganzen, dass ich schöne Zähne und schönes Lächeln schenke oder sowas, habe ich noch ein anderes Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Big Smile for Better Life. Ist ein Projekt, was so ein bisschen in den sozialen Medien demnächst veröffentlicht wird. Es ist eine Plattform, die so ein bisschen Lebenstipps gibt, in Verbindung mit der Kraft des Lächelns. Also es greift wieder ganz klar in meinen Beruf. Und zwar, wie will ich das machen? Das wird so eine Art Experten-Talk werden von Größen des Berufes natürlich auf der einen Seite, aber auch Menschen, die, wie sage ich jetzt mal, mit ihrem Lachen auch viel erreicht haben und heute irgendwo dort sind, wo andere hin möchten. Und ich finde es immer interessant, es gibt ja Menschen, die wie Idole sind und ich finde immer die Geschichten dahinter sehr interessant, weil es hat ja einen Grund, warum sie dorthin gekommen sind. Und für viele, die machen sich auf den Weg, aber es fehlt so ein bisschen die Richtung und dort kann man so ein bisschen die Richtung anzeigen und vielleicht passt sie ja auch in das eine oder andere, wo man sagt, okay, den Tipp, den kann ich mir vielleicht irgendwie zu Nutzen machen.
Und ich will einfach positive Energien auch in den Alltag bringen. Ich möchte gerade in unserer Berufsgruppe, wir haben ein bisschen schwieriges Verhältnis. Wir haben eine Zahnarztpraxis, wir haben Zahntechnik und wir haben Patienten. Und diese Kombination ist für mich heute, ist es ganz wichtig, dass da viel, viel Respekt rüberkommt. Und das ist das, was ich merke. Da ist ein unglaublicher Bedarf da, weil dieses Respektverhältnis ist einfach nicht da. Und deswegen schimpfen viele über die Zahnärzte über die Labors. Und ich bin da, ich gehe da einen ganz anderen Weg. Ich weiß, dass ein Zahnarzt heute in seinem Alltag einen extrem schweren Job hat. Der hat mit Patienten zu tun, die jammern, die haben Schmerzen, die sind unzufrieden, das kostet Geld, es riecht komisch und so weiter. Das ist ein ganz komisches Verhältnis. Und wir im Labor, wir haben Modelle, die schreien nicht, die zucken nicht, da tut nichts weh und sowas. Also das heißt, jeder hat so seine Probleme und das zu respektieren, habe ich gelernt, gibt natürlich irgendwo auch ein wunderbares Verhältnis miteinander. Das heißt, ich behaupte heute, dass ich mit meinen Zahnärzten absolut auf Augenhöhe stehe, einfach aus dem Grund, weil ich das, was sie machen. Und sie schenken mir diesen Respekt zurück. Und das ist etwas, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und die Beate hat eben so schön gesagt, dieses sich verändern und sich selber verändern, was mich auch immer so ein bisschen stört, ist, wir schieben immer sehr viele Dinge so ein bisschen aufs Äußere. Auch mit Äußere meine ich oft so das Fremdbestimmte. Die Politik ist schuld, die Reform ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Aber so mal ein bisschen der Selbstgestalter seines Lebens zu sein, einfach mal auch die Akzeptanz zu haben, einfach mal den Ist-Zustand, so wie er heute ist, einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, ich mache das Beste draus. Das ist so ein bisschen der ganze Ansatz, der, sage ich jetzt mal, in Big Smile for Better Life so ein bisschen gezeigt hat. Und da schließt sich wieder der Kreis, weil das genau der Ansatz von uns allen dreien ist, die Menschen in ihre Selbstverantwortung zu bringen und die Ja-Aber-Menschen, die immer sagen, es sind immer nur die anderen, ne, nochmal rauszuholen. Nichtsdestotrotz, wie gehst du da deine Menschen denn damit um, gerade beim aktuellen Thema, wo das Lächeln gerade versteckt wird? Also ich fand es so süß in einer, bei Hans im Glück, für die ich arbeite und die, dass ich auch kommunizieren kann, da war dann eine Kellnerin und die war mit Mundschutz und lief an mir vorbei, wo ich ein Einzelcoaching hatte. Und dann war das so, dass sie gesagt hat, oh, siehst du trotzdem mein Lächeln? Und ich, ja, deine Augen lächeln auch. Das fand ich so schön. Und das war, dann konnte sie es auch viel leichter annehmen danach, den Mundschutz. Da geht es wieder so mit diesem, es annehmen, was ist. Aber wie, was ist, wenn man das Lächeln nicht sieht? Also, oder wie siehst du das? Wie sprechen also, deine Menschen darüber, mit denen du zu tun hast? Das echte Lächeln erkennst du ja nicht nur am Lachen vom Mund, sondern relativ viele Muskeln, die da aktiv werden. Und in erster Linie ist das wahre Lächeln zeigt sich ja in den Augen. Ja, das heißt, Schauspieler üben das ja relativ lange und versuchen natürlich ein Lächeln drüber zu bringen, was glaubhaft wird. Wir kennen das alle, irgendjemand erzählt einen Witz, er ist nicht witzig, aber aus Anstand lacht man und dann bewegt sich der Mund, aber die Augen bleiben dort, wo sie sind. In der Corona-Situation, klar, natürlich hat uns das auch irgendwo so ein bisschen getroffen, aber das ist kein Grund zu sagen, wir sehen keinen Sinn in unserem Beruf. Im Gegenteil, Funktion, Ästhetik ist die eine Sache, aber die andere Sache ist die Funktion. Beate hat eben so schön gesagt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, gerade so dieses, viele haben das schon mal gehört, dieses CMD, die kraniomandibuläre Dysfunktion, das heißt also Gelenkschmerzen, Muskelerkrankungen im sage ich jetzt mal, Kieferbereich, die sind ja alltäglich. Und dort zu arbeiten und dort mehr zu machen für die Menschen, auch ein offenes Ohr zu haben. Sie hat eben auch so schön gesagt, wie geht man mit Patienten um? Bei uns ist es so, jedes Mal, wenn ich einen Patienten kennenlerne, ich rede nie über die Zähne am Anfang, sondern ich möchte erstmal so ein bisschen die Geschichte von dem wissen. Ich nehme mir die Zeit, wirklich mal 2-3 Minuten einfach nur mal anzuhören, was dieser Mensch will. Und aufgrund davon, dass ich das schon relativ lange mache, höre ich relativ schnell raus, die will keine weißen Zähne, keine geraden Zähne, sondern die möchte einfach fühlen. Und das ist irgendwo so jetzt dieser Ansatz, den wir natürlich irgendwo auch nutzen, uns weiterzubilden in dieser Zeit. Ich finde immer, solche Zeiten, solche Krisenzeiten in Anführungsstrichen, geben uns Zeit, neue Strategien zu erarbeiten. Und das haben wir auch getan. Wir haben nicht geschlafen, sondern wir haben weiterentwickelt. Wir haben viel miteinander gemacht und haben die Zeit, also in meinen Augen, sehr, sehr positiv genutzt. Wann erscheint denn dein erster Talk for Better Life? Der ist schon abgedreht. Ich weiß, aber wann erscheint er? Das ist natürlich, du weißt es selber, es ist ein bisschen Arbeit, bis die Videosequenzen dementsprechend
vorgestellt werden. Ich gehe mal davon aus, dass er Ende nächster Woche erscheinen wird. Aber ich werde dann noch so einen kleinen Appetizer machen und noch so eine kleine Vorankündigung. Insofern geht's demnächst los. Super. Also, da die Funktion funktioniert, können wir also quasi auch unter Mundschutz lächeln. Hauptsache, das Lächeln funktioniert und kommt von Herzen. Beate, du hast uns eine schöne Rundführung gerade durch deine Praxis gemacht. Internet. Und da ist jetzt das Internet besser. Das ist sehr schön, wobei wir dich trotzdem bis auf eine kleine Verzerrung gut gehört hatten. Und dir sind noch ein paar Sachen sehr wichtig zu sagen und liegen dir auf dem Herzen, was du den Menschen gerade draußen mitgeben möchtest. Ich habe ihm gerade zugehört, wo er über die kraniomandibuläre Dysfunktion gesprochen hat. Und das muss man ja leihen, das ist ein großer Teil meiner Arbeit auch. Mhm. Und es am besten an einem Fall erzählt, den ich letzte Woche hatte. Die Frau ist jung, sie hat 3 Kinder zu Hause und sie kommt, weil sie wahnsinnig Schmerzen hat im Kiefergelenk. Und warum haben wir das? Weil wir haben ja Ober- und Unterkiefer und zwischen Ober- und Unterkiefer ist der stärkste Muskel, den der Körper hat. Und das ist der Masseter. Das wissen viele nicht. Wenn wir zubeißen, das ist der Muskel mit dem stärksten Wirkungsgrad. Wir könnten eigentlich jemanden Finger abbeißen. Was passiert nachts? Sie hat Stress. Sie kommt das dritte Mal und sagt, ja, es geht mir besser, aber hier tut es noch weh. Und da dachte ich mir, warum kaut die denn so viel? Weil sie war gut sie war gut eingestellt. Warum kaut die denn so viel? Und dann lege ich ein bisschen Schmierseife hin und irgendwann kommt sie dann und sagt, ja, kommt sie dann damit raus? Ja, sie, mein Zaubersatz ist. Und nehmt den einfach, den Zaubersatz. Und fragt euch, das habe ich sie gefragt. Ich bin die gute Fee. Ich bin nachts, ich komme an ihr Bett. Da ist ein großer Korb. Ich sage, Melinda, nehmt ihr was raus? Zeit, Geld, Raum und Möglichkeiten spielen keine Rolle und alle finden gut, was du rausnimmst. Was wäre das? Entscheide dich, ich bin nur noch 2 Minuten hier. Dann sagt die, ich hätte endlich mal gern eine Stelle, die meiner Ausbildung entspricht. Da habe ich gesagt, was? Wie Ausbildung? Ja, ich habe Kunstgeschichte studiert und Kulturwissenschaften. Sag ich, echt jetzt? Und ich hatte die sofort im Verdacht. Sag, bitte sehr, hinlegen. Und dann führst du sie ins Glaubenssätze rein. Ich kann zum Beispiel ins Gehirn folgen, am Ohr ist ja der ganze Körper abgebildet. Hast du Knieschmerz, hast du den Kniepunkt aktiv. Hast du Hüftschmerz, ist der Hüftpunkt aktiv. Hast du toxische Gedanken? Ein Gedanke ist mit einem Gefühl gekoppelt. Und dieser Gedanke ist hier. Das Gefühl ist irgendwo. Die Wissenschaft sagt ja, das ist auch außerhalb von uns. Aber der Gedanke ist hier. Und wenn der toxisch für uns ist, es kommt ja nur die Pathologie auf dieser Reflexzone. Kann ich dem Menschen folgen? Und dann ist das so, ich lege sie hin und sage, pass auf, nehme ich den Puls. Jetzt sagen Sie mal, ich bin hochqualifiziert. Fängt die schon an zu oszillieren? Mit anderen Worten, für Sie ist das gelogen, es stimmt gar nicht. Okay, sag ich, soll ich Ihnen weiterhelfen? Sagen Sie es nochmal. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich gar nicht gut an. Ich glaube das eigentlich gar nicht selber. Ich bin hochqualifiziert. In dem Moment, da wo das Gehirn abgebildet ist, 3 dicke Punkte, ich setze dicke Nadeln rein. Dann sagst du, jetzt fühlt sich's gut an. Okay, jetzt können Sie rausgehen und jetzt werden Sie auch einen Job kriegen, weil bisher stand sie auf Ihrer Stirn. Stellen Sie mich bitte nicht dafür ein. Ich bin nicht qualifiziert oder höchstens ehrenamtlich. Mehr habe ich nicht verdient. Die wollte gerne in der Uffels preisgeben, wollte die arbeiten und sie sagt, es gibt Jobs in ihrem Bereich, die auch gut bezahlt sind. Mhm. Die wird jetzt einen anderen Job anziehen und das hat mit Glaubenssätzen zu tun und so wie ich dich verstanden habe, Marion, bist du darin auch ein Meister. Glaubenssätze zu finden, ich glaube, ich sollte mal zu dir kommen. Warum arbeite ich immer? Aber ich finde es auch super mit Akupunkturpunkten. Marion, das geht so weit, dass ich in dieser Corona-Krise mehr zu tun hatte als sonst. Ich hatte gar keine. Die Praxis war voll, es war ja schön. Mhm. Aber da komme ich mal zu dir. Du willst also mehr Leichtigkeit haben. Gelassenheit durch Loslassen, das haben wir sozusagen, wenn du ein paar Patienten loslassen willst. Das ist mein Seminar über Pfingsten. Aber jetzt, Erwin, du hast noch weitere Pläne. Also du entwickelst dich ja auch weiter. Du bist da sehr, nicht so der typische Zahntechnik-Mensch-Chef, der jetzt sich nur mit Zähnen und mit, wie hängen die Zähne auch ganzheitlich zusammen, wie du auch guckst. Das ist ja auch auf, du hast vorhin gesagt, auf den Atlas sich auswirkt und auf den ganzen Körper, ne? Sondern du bist auch, guckst auch weiter, du guckst auch nach Glaubenssätzen. Also ich lade immer die Menschen zufällig ein und hinterher stelle ich fest, wie die zusammenpassen. Also das ist heute ja auch wieder so. Ja, so ein bisschen. Ich möchte natürlich das, was ich so ein bisschen erlebt habe und alles, was ich so ein bisschen kennengelernt habe, möchte ich auch so ein bisschen weitergeben. Und deshalb habe ich mich auch angemeldet bei dem sogenannten Bootcamp, bei Gedankentanken. Jeder kennt das vielleicht noch. Mittlerweile heißt es Creator. Und das ist für mich so eine Plattform, wo ich mich selber natürlich extrem entwickeln kann. Ich
kann meine Positionierung ein bisschen festlegen, ich kann das, was mir am Herzen liegt, kann ich an Menschen weitergeben. Das ist mir ein großes Bedürfnis, weil es ist schön irgendwo, wenn man für sich selber was tut, es ist einmal eine Freude. Und wenn man selber irgendwo, sage ich jetzt mal, sich in den Mittelpunkt stellt, dann hat man einmal eine Freude. Wenn man mehreren Menschen irgendwas Gutes tun kann, dann hat man jedes Mal eine Freude dafür. Das heißt, 10 Leute, die glücklich sind, das bedeutet auch 10-mal selber Glück. Und deswegen habe ich diesen Weg gewählt, mache das so ein bisschen parallel, weil es mir einfach mega Spaß macht und natürlich auch mein Thema betrifft. Es wird so die Kraft des Lächelns, darum geht es auch. Und wie gesagt, das ist für mich auch ein Herzenswunsch und ich freue mich darauf. Wir gehen jetzt langsam in die Endphase. Im September wird dann der Auftritt sein und da wird kräftig gearbeitet und kräftig, ja, gezoomt auch, ne, mittlerweile. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Wird das in echt sein im September? Was glaubst du? Ich gehe mal davon aus, ja. Also ich gehe fest davon aus und drücke ich dir sehr die Daumen. Arbeiten, sagen wir mal so. Und wenn es nach hinten verschiebt, dann ist es auch nicht schlimm. Ich mache das ja auch irgendwo auf der einen Seite natürlich, um Menschen irgendwas zu zeigen. Auf der anderen Seite ist es irgendwo auch so ein persönliches Ziel, was man sich gesteckt hat. Und ich finde das immer sehr, sehr positiv, sich selber Ziele zu stecken, die einem selber und vielen anderen auch was nutzen. Wenn Glück sich so multipliziert oder sogar potenziert, wenn man es teilt und andere glücklich macht, Beate, dann musst du aber auch so glücklich sein, dass ich wahrscheinlich nicht mit dir arbeiten brauche, weil du ja auch selber an deine Glaubenssätze drankommst. Aber du kannst einfach so mal vorbeikommen. Sagen wir mal so, mir hat eine Freundin, die Psychologin ist, mal einen Adelstitel verliehen, in dem sie gesagt hat, ich sei die Königin der Selbsteroberung. Wow. Das will heißen, wenn du mir sagst, alles psychisch, da sage ich zu dir, okay, wo gehe ich hin, was muss ich tun? Aber dem Erwin würde ich gerne noch was sagen, darf ich das? Ja, Erwin, und dann kommt die Abschlussrunde, genau. Erwin, pass auf. Zum einen habe ich in meinem Buch den Satz, das Leben ist ein Spiegel, wenn man hineinlächelt, lächelt es zurück. Der Satz ist von Nuba Gulbenkian. Aber der Satz stimmt so nicht ganz, Lächeln allein reicht nicht, solange wir uns nicht selbst zulächeln können. Wenn wir das können, dann stimmt dieser Satz wieder. Und dir, Erwin, ich bin froh, dass ich dich hier kennengelernt habe, auf der Szene, hier möchte ich was sagen. Ich habe herausgehört, dass du einen ganz tollen Film machen willst. Mach das nicht, fang einfach an, stell das jetzt rein. Ich habe im Laufe der Arbeit mit YouTube gesehen, ich habe mir ja professionelle Filme machen lassen und erst in der Corona-Zeit habe ich den Mut gehabt, eigene zu machen, mich hinzusetzen, Kamera rein und in einem wackelt der Tisch, weil ich ständig draufschlage, den du gesehen hast. Mein Sohn ist beim RTL, der sagt, es ist gut, das ist authentisch, von dem lerne ich jetzt gerade. Das ist authentisch, das stellst du jetzt rein, weil ich habe mir schon aufgeschrieben, dass ich den Film sehen will. Mach's nicht professionell und plan nicht so viel, weil mach's jetzt und danach kommen die nächsten Filme. Das gebe ich dir wirklich so mit aus meiner einjährigen Erfahrung mit YouTube. Super. Und Beate, was möchtest du den Menschen, unser Publikum heute mitgeben? Unter anderem gucken Andrea Konter und Bertina Neumeier aus Orscholz, die ich gestern erst noch gesehen habe, zu. Ja, halte es für möglich, dass deine Beschwerden, was immer sie auch sind, damit zu tun haben könnten, dass da Gefühle abgelegt sind, die deine Seele sagt, das ist für dich ein bisschen zu viel, machen wir sie lieber dahin. Natürlich sollst du auch mal dran denken, Zahntester gibt es ja einige in Deutschland, guck bitte unter akupunktur.de, das ist unsere Akademie, das ist nicht meine Website, akupunktur.de, schaust dir da an. Also so ein Zahn, da kannst du 100-mal Psychotherapie machen, da wird es dir auch nichts helfen. Halte es für möglich, dass dein Partner, den du hast, eine Wahnsinnschance ist. Ich sage öfter mal, wenn der Patient sagt, ja, aber ich will mich sowieso trennen, stopp, den brauchen wir jetzt noch. Den Partner können wir noch gut gebrauchen. Ohne den Partner in dieser Turnhalle sehen Sie nämlich nicht, ob Sie sich verändert haben. Lassen Sie ihn bitte da, wertschätzen Sie ihn als Partner. Und oft ist es so, die Patienten ändern sich. Und dann sage ich, ja, wie sieht es aus? Sie wollten sich trennen, wie trennen? Habe ich nie gesagt. So, ne? Also haltet für möglich, dass euer Partner oder euer Arbeitsplatz, dass das die Chance ist, um mal zu gucken, um zu wachsen. Was ist mit mir selber?
Die Patientin, die vor mir sitzt, im Burnout und Tinnitus hat sie, das Ohr klingelt und sie sagt, ja, Burnout, warum Burnout? Ja, die auf einem Arbeitsplatz, kann man es fragen, was genau ist am Arbeitsplatz? Die Kollegin, was ist mit der Kollegin? Da sagt sie, die, wenn die was geleistet hat, ist sie immer so laut und dabei arbeitet die viel weniger als ich und. Und worauf sind sie neidisch? Wie? Ja, ich würde das auch gerne mal machen. Bei uns muss man immer leise und die guten Mädchen sind leise. Die war ziemlich schnell durch. Dann hast du die Glaubenssätze gelöst. Genau. Und jetzt sehen wir, warum. Jetzt wissen wir, warum dein Buch. Wir sind ja Enzyme, würde man sagen, in der Medizin. Ein Enzym verändert sich nicht selber, sondern es triggert die Reaktion. Das ist, glaube ich, sehr schön. Das, und das heißt, du rettest die Liebe und du rettest die Paare und du rettest auch die Firmen, weil du den Menschen zeigst, arbeite an dir, dann kannst du auch in jeder Firma bleiben, gell? Sehr, sehr schön. Genau. Erwin, was gibst du den Menschen jetzt gerade mit, außer lächelt? Was sind noch wichtige Botschaften oder lächelt euch selbst mehr zu, was Beate ja auch schon gerade gesagt hat? Ja, und traut euch auch an euch selber, Veränderungen einfach zuzulassen. Das heißt, wenn ihr wirklich irgendwas habt, was euch belastet oder sowas, geht ran. Traut euch einfach. Wie gesagt, ich habe eben dieses Beispiel gebracht, dass Menschen oft in Bildern sich unwohl fühlen und die Hände davor haben und sich nicht trauen und sowas. Und kommt zu mir und ich zeige euch, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt tolle Sachen, ohne dass man großartig Veränderungen machen muss, aber es erzeugt Riesenveränderungen. Und einfach ein bisschen mehr Mut im Leben zu haben und an sich selber so ein bisschen zu arbeiten. Also entdecke deine Möglichkeiten, entweder bei Beate oder Erwin. Das sind doch schöne finale Botschaften. Ein schöner letzter Satz, denn jetzt haben wir schon 13.37 Uhr, also 2 Minuten überzogen. Ich mache immer so 35, aber ich glaube, das war es wert, gerade für die letzten Abschlusssätze. Ich danke euch beiden unendlich, dass ihr nochmal so ganz andere Perspektiven und so klar auf den Punkt gebracht habt. Genau, tschüss, liebes Publikum. Ich danke euch, lieben Publikum, dass ihr da wart. Ich danke der Britta Neumann von Archinatur Neumann, Architektin, für diesen Roll-up und das Sponsoring meiner Talkshow, damit ich da auch ein bisschen Geld mal bei mir hängen bleibt für diese Sache, die ich sehr wichtig finde, die mir am Herzen liegt und über die ich mich auch sehr freue, dass ich die ins Leben gerufen habe, denn sonst hätte ich Beate vielleicht gar nicht kennengelernt oder erst später kennengelernt. Wir hätten uns bestimmt irgendwann kennengelernt und Erwin, dich nicht einladen können. Danke, dass ihr da wart. Liebes Publikum, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet interessante Einsichten. Ihr beiden bleibt noch gerne kurz hier und ich beende nur quasi das Offizielle gerade. Tschüss.